Willkommen zurück bei Uncharted The Lost Legacy. Ich hoffe, wir schaffen das irgendwie. Es hat wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich was mit Timing zu tun. Wir schalten also. Sind das die Äffchen von der letzten Folge? Okay, schauen wir mal. Wahrscheinlich darüber. Nee, erst. Ich habe keine Ahnung. Guck mal, von hier darüber? Nee, nicht so ganz. Von hier unten? Nee. Nein, das funktioniert nicht. Gut. Welche Wunder warten? Was bist denn du? Huch. Ich wollte mir die Figur näher angucken. Ah, ich glaube, es ist ein Schaf oder sowas. Okay, andersrum. Den Weg. Da lang. Darüber. Da lang. Ich weiß nicht, ob man von da nach da kommt, aber das probieren wir dann. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, da drüben war nichts, ne? Doch, da drüben ist auch einer. Ach, testen wir es einfach aus. Irgendwie so. Irgendwie so. Wird das schief gehen? Okay, mal sehen, was passiert. Oh, Wasserfontänen. Was ist das für ein Geräusch? Mein Timer. Es hat aufgehört. Wird definitiv zu langsam. Okay, scheint wohl was zu sein. Ach, dass hier aber auch so langsam läuft. Noch eine. Oh. Was dir zuzuschauen? Mach ich nur dir zuliebe. Bleib ja, ne? Zwei übrig. Ja, ich merke das schon. Noch eine. Ja, wo ist die? Natürlich da hinten. Huch. Das war falsch. Verdammt. Ach, das ist auch alle Zeit der Welt. Oh. Immer noch das Geräusch. Ist da noch eine Fontäne? Ah, und zurück zum Anfang. Oh, was zur Hölle? Verdammt, war wohl nicht schnell genug. Nee, wie auch, wenn du. Okay, alles klar. Okay, theoretisch müsste ich mit der da hinten anfangen. Okay. Probieren wir es aus. Von da darüber schwingen. Aber ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ich probiere es mal eben so aus. Okay, dann darüber. Autsch. Okay, das wäre dann so. Dann darüber. Ja, theoretisch müsste es dann. Ja, müsste funktionieren. Na, schauen wir mal. Okay, dann von dem dann. Von dem dann darüber. Okay, alles klar. Den da hinten in der Ecke zuerst. Geben wir unser Möglichstes. Ach ja, stimmt, da war ja nichts. Noch eine. Noch ein Häusler Andenken für meine Sammlung. Perfekt. So, jetzt holen wir uns noch die letzten beiden und dann holen wir uns das Armband.
Das Auto steht wahrscheinlich da drüben irgendwo. Ich habe schon längst losgelassen, aber egal. Was Interessantes gefunden? Ein wenig Glück hatte ich. Gut gemacht. Okay. Ne, warte. Oh, verdammt. Oh, oh. Also meine Fackeln sind echt miserabel. Au. Oh. Okay. Hier. Hier. Soweit. Okay. Ich schaue mich nur kurz um. Ich warte hier. Irgendwo hier? Hallo Rosa. Ach, Chloe macht ja nur ein paar Fotos. Meine Kamera wäre wahrscheinlich proppevoll mit Fotos. Da noch ein Motiv und hier noch ein Motiv. Da die Statue und da ein Äffchen. Gutes Zeichen. Wortwörtlich. Ja, jo. Wasserfälle überall. Oh. Huch, was zur Hölle? ja, mal da lang schwimmen, okay. Immer dem Licht entgegen. Naja, mehr oder weniger. Hallöchen. Hüpf in meine Tasche, kleines Andenken. Anderes da unten in der Ecke. Okay. Arschbombe! Hä? Was aufgespürt? Ich habe was Kleines gefunden. Klasse. Da lang ist, glaube ich, keine gute Idee. Nein, da fahren wir über den Rand. Also einmal außenrum. Müsste theoretisch irgendwo hier hinter sein. Theoretisch. Ja. Ich schaue mich nur kurz um. Ich beschäftige mich schon. Okay, kommst du nicht hoch? Okay. Ah. Natürlich den anderen Weg. Einmal also außenrum. Dann. Wie kommt da eigentlich eine Kiste von Shoreline hin? Ja. Hä?
sehe überhaupt nichts. Hä? Was war das denn? Dann mal rüber. Das war einmal zu kurz. Bisschen Schwung holen. Natürlich. Warum auch einfach? Geil. Gott sei Dank habe ich noch eine, sonst wäre es ziemlich doof. Unauffällig. Ja, was haben wir denn hier? Das letzte Und Stück. Das war Nummer 11. Dann holen wir uns mal das Armband. Jo, ist ein weiter Weg nach unten. Sollte man auch nicht unbedingt runterhüpfen. Nein, nein. Ist keine gute Idee. Au. Nicht runter segeln bitte. Ich wollte. Nein, 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 nein. Immer schön vorsichtig. Danke. Wie kommt hier eine Kiste hin? Nee. Oh, Das letzte, oder? 11 Heusala-Könige, 11 Andenken. Sollen wir zu dem Ort mit den Affen? Wie du willst. Du fährst. Stimmt. Tu ich. Ja. Ist eigentlich Wumpe, wie man jetzt fährt, glaube ich. Aber vielleicht fahren wir die andere. Vielleicht fahren wir die malerische Route. Einfach mal schön verfahren, das ist doch auch mal nett. Ah! Gut, fahren wir eben da lang. Ja. So eine kleine Schlammkuh. Moment, das war schon wieder falsch. Machen wir hier noch richtig? Ah, nicht ganz. Ein Stück hier noch in die Richtung. Oh. Komm, 4 Augen sehen mehr als 2. Bin direkt hinter dir. Ein Preis für uns. Ein wirklich schöner Preis ist das. Schick. Mir so klobig. Ich will einiges einbringen, falls ich es nicht behalte. Und jetzt? Schauen wir mal. Vielleicht kriegen wir auch was für dich.
Sie haben den Rubin der Königin gefunden. Was? Okay. Ah, er vibriert. Hey, okay. Schau mal da. Grauer Langur. Hä? Das sind graue Languren. Du bist süß. Okay, Languren. Nicht Languren. Oh, jetzt wirst du rot. Na, du kleines süßes Äpfchen. Oh, gleich ein paar mehr. Gravierte Kupferplatte. Ich wüsste ja zu gern, was da steht. Oh, schick. Hossala Kukri. Damit hat man früher auch die Haare auf dem Kopf abrasiert. Silberkech. Na ja. Schick. Könnte mal ein bisschen sauber gemacht werden, aber was sonst? Na ihr? Ah, wie hat sich das sonnt? Ist ja auch geil. Die? Sorry, guys. Die grauen Languren. Ich mag den Fellkranz um ihr Gesicht. Hey! Das war toll. Mann! Perfekt fotografiert. Ich glaube, wir müssen wieder den anderen Weg gehen, wa? Tschüss, Jungs. Was tut das für komische Geräusche von dir? Na dann, Ladies and Gentlemen, gehen wir auf große Reise. Okay, sehen wir mal nach, was es mit diesen Wasserfällen auf sich hat. Oh. Hä? Stand die Kiste da vorher auf? So ein Mundschatz sein. Wahrscheinlich in der Kiste drin. Aber die stand doch da vorher nicht, oder? Oder? Ah, das kann nur eine Miniaturkanone aus Bronze. Okay. Fehlt da nicht der... Fuß quasi, also die Stütze. Alles klar. Welche Richtung kommen wir denn? Oh, natürlich holst du jetzt das Handy aus. Ich wollte die Karte haben. Also dann, los geht's. Fraser, ich muss dich was fragen. Alter, Schwach, es ist wichtig. Schieß los. Alter, du was. Und Nathan Drake. Alles rein professionell? Meistens. Oh Gott. Wie? Wie? Hey, komm mal lieber von deinem hohen Ross runter. Asaf? Und der andere, dieser Fondarsch? Ich hatte keine Wahl. Das war ein Mittel zum Zweck. Aber Drake? Der war gar nicht so schlecht. Ich meine... Oh... Dieser Klugscheißer. Oh, er kann echt wahnsinnig nerven, aber er ist doch ganz charmant. Es fühlte sich gut an, solange es hielt. Das ist es, was zählt, denke ich. Aber sag mal, habt ihr euch mit dem Reden abgewechselt oder einfach durcheinander gequatscht? Pff,
Nadine eben völlig. Echt. Ich dachte, da ist sonst was, weißt du? War ich hier schon? Ich schaue mich nur kurz um. Ich bin hier. Ach ja, doch, hier war ich schon. Aber ja, das. Ah, wir müssen noch ein ganzes Stückchen weiter. Danke für deine Nachsicht. Oh nein, 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 nein. Hier kommen wir nicht lang. Ist auch sehr gemein. Ich glaube, wir mussten oben rüber, ne? Irgendwie. Wahrscheinlich von der anderen Seite. Aufteilung. Da müsste es theoretisch sein. Ja. Also doch hier rüber. Oh. Irgendwo. Hat's grad. Ich schaue mich nur kurz um. Ja, ich halte die Augen offen. Ja. Liegt wahrscheinlich unten. Kann ich hier runter? Ja. Ja. Irgendwo? Da. Gott, den hatte ich ja nie gesehen. Was ist es denn? Eine gravierte Kürbisschale. Nett. Sieht aus wie so ein Teebeutelchen. So ein. Ja. Was man halt in die Tasse reinhält. Nicht den direkten Teebeutel, sondern. Ja, auf geht's. Danke für deine Geduld. Und jetzt mit Schmackes. Ich sagte mit Schmackes. Moment. Aha. Wir sind endlich da. Gut, das machen wir dann in der nächsten Folge. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis dahin. Ciao.